Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Heute habe ich was ganz Besonderes und zwar dieses hier. Ein großer Becher Ben & Jerry's. Das ist eine Sorte, die kenne ich noch gar nicht. Knusper, knusper. Und zwar ist das Ben & Jerry's Creamy Caramel Eiscreme mit Lebkuchen. Okay, und Cookie. Also ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eine Weihnachtsedition. Also zuerst echt krass. Einfach 5,99 € kostet so ein Eisbecher. Ist doch echt unglaublich, ey. Und zwar versuche ich den in nur 5 Minuten aufzuessen. Das sind 500 Milliliter, das heißt ein halber Kilo quasi. Wo geht das auf hier? Ah, hier sind Sollbruchstellen. Übrigens, Ben & Jerry's finde ich super lecker. Also mag ich gerne. Ich muss auf jeden Fall vorsichtig sein mit den Löffeln, denn ich habe nur 2 Plastiklöffel am Start. Das muss irgendwie reichen. Und jetzt geht's erstmal auf hier. Oh, Alter, das ist aber auch bis komplett oben hin gefüllt. Sieht super cool aus. Ich probiere einmal. Das ist echt lecker. Oh, die Löffel sind sehr wabbelig. So, vorab nehme ich mein Handy und ich mache damit erstmal die Stoppuhr an. Auf die Plätze. Fertig. Los. Das ist echt lecker. Oh mein Gott, schon 45 Sekunden. Ich werde es so nicht schaffen. Das schmeckt so weihnachtlich. Unglaublich. Boah. Boah, ist das kalt. Mein Gehirn. Es ist so lecker, aber auch kalt, Alter. Man kann es kaum essen. Aber gönnt euch aber mal, wie lecker das aussieht. Wow. Jetzt scheitert es aber gerade auf jeden Fall an den Löffel. Oh Mann, ist das peinlich. Stopp. 5 Minuten sind um. Oh mein Gott. Es ist so lächerlich, was ich hier gerade geschafft habe. Gönnt euch aber mal. In 5 Minuten habe ich es geschafft. Es ist einfach fast nichts. Es ist unglaublich. Es ist bis hier. Quasi bis hier habe ich weggegessen. In 5 Minuten. Ich habe gedacht, ich würde hier irgendwo landen. Naja, hier. Also es ist echt. Gott sei Dank habe ich das ohne Bestrafung gemacht. Das Ding war einfach, es ist viel zu gefroren. Der Löffel, wie man sieht, viel zu instabil und das Eis viel zu kalt. Also es ist echt, es schmeckt auf jeden Fall super gut. Das werde ich auf jeden Fall aufessen, nicht wegschmeißen. Obwohl ich muss zugeben, Lebkuchen im Februar bockt gar nicht. Also nicht zu empfehlen, aber dieses Eis schon. Obwohl Ben & Jerry's halt ziemlich teuer ist. 5,99 € für so einen Eisbecher, muss ja nicht unbedingt sein. Da gibt es auf jeden Fall günstigere Alternativen. Aber ich freue mich schon so, das Eis aufzuessen. Mega geil. Ja, auf jeden Fall, was soll ich jetzt sagen? Also es ist echt mega geil, obwohl ich das Karamell gar nicht rausschmecke. Am geilsten davon ist Schoko Brownie oder so heißt das. Das soll es auch gewesen sein. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt eine positive Wertung. Schreibt eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Schreibt auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, ob ihr so ein Eis schon mal gegessen habt. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und ciao. Now she's getting closer, looking like a supermodel right out of a poster. Type of girl that's used to guys blowing.